Mein Name ist Marianne Reitbauer. Ich bin Diätologin in den geriatrischen Gesundheitszentren. Ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen und gemeinsam mit Ihnen heute das Thema Laktoseintoleranz besprechen. Die meisten von uns essen gerne Milch und Milchprodukte. Produkte, die aus Milch gemacht sind oder die Milch enthalten. Käse, Joghurt, Vollmilch, Topfen. Diese Produkte enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Calcium, aber auch einen besonderen Stoff, die Laktose. Die macht bei manchen Menschen Probleme. Sehen wir uns diese Vorgänge genauer an. Nachdem der Magen seine Verdauungsarbeit getan hat, gelangt der Speisebrei mit dem Milchzucker in den Dünndarm. Um dort den Milchzucker verdauen zu können, brauchen wir ein spezielles Enzym, die Laktase. Dieses Enzym wird von der Dünndarmschleimhaut gebildet und sorgt dort für die Zerlegung der Laktose. Sie wird dort in zwei Bestandteile gespalten. Denn nur in dieser Form kann der Körper den Zucker problemlos weiterverwerten. Fehlt die Laktase oder wird zu wenig produziert, gelangt der Milchzucker in den Dickdarm. Dort wird er von den Darmbakterien vergoren und es entsteht Wasserstoff, Kohlendioxid und Methan. Diese machen Blähungen, verursachen Schmerzen wie Durchfall, Krämpfe oder Übelkeit. Wenn nun kurze Zeit nach dem Genuss von Milchkaffee, Milch, Joghurt oder auch Eis Beschwerden auftreten, kann es sich um eine Laktoseintoleranz handeln. Wie kommt man nun mit einer Laktoseintoleranz zurecht? Zuerst ist gut zu wissen, dass, wie der Name schon sagt, Milch von Säugetieren stammt. Von der Kuh, Schaf und Ziegenmilch. Das heißt, dass Getreide, Obst, Gemüse und Fleisch keine Laktose enthalten. Bei milchzuckerhaltigen Lebensmitteln gibt es jedoch sehr große Unterschiede. Die sehen wir uns gemeinsam an. So gibt es Nahrungsmittel, die einen sehr hohen Milchzuckergehalt haben. Wie zum Beispiel süße Milch und Kondensmilch, auch Molke und Molkegetränke. Einen mittleren Laktosegehalt haben Topfen, Hüttenkäse, Buttermilch, aber auch Schlagobers. Käse hingegen, die länger gereift sind, haben einen sehr niedrigen bis gar keinen Laktosegehalt. Und einen ähnlich verschwindenden Laktosegehalt hat auch die Butter. Wie kann man nun beschwerdefrei von diesen Lebensmitteln essen? Jeder hat eine andere Toleranzgrenze. Butter und Schnittkäse sind so gut wie für jeden gut verträglich. Jedoch kleine Mengen an Milch sind nicht mehr für jeden verträglich. Was kann man nun tun? Wie soll man einkaufen, um nicht auf diese Nahrungsmittel verzichten zu müssen? Dazu ein paar Einkaufstipps. In jedem Supermarkt gibt es Milchprodukte, die als laktosefrei gekennzeichnet sind. Laktose kommt jedoch auch in anderen Produkten, in denen man es nicht vermuten würde, vor, zum Beispiel in Fertigsoßen, in Brotaufstrichen und auch in Broten. Ein Blick aufs Etikett verrät, ob Laktose enthalten ist. Für den Aufenthalt in den geriatrischen Gesundheitszentren ein paar Tipps zur Speisenauswahl. Für das Frühstück ist selbstverständlich für Sie laktosefreie Milch bereitgestellt. Mittag- und Abendessen, hier wählen Sie am besten vom Speiseplan die leichte Vollkost. Dies ist eine Kostform, wo keine Laktose enthalten ist. Für weitere Informationen steht Ihnen das Diätologinnen-Team der geriatrischen Gesundheitszentren zur Verfügung.